Heute am 2. März hier, 2. März 2021. Aktienmärkte ziehen wieder auf der langen Seite. Naja, nicht wie erwartet, bin dann da eher auf der abwartenden negativen Seite unterwegs, aber ziehen dort wie erwartet, wie ich jedenfalls sagte, könnten ein wenig hochziehen, weiter nach oben. Fette Aufwärtsbewegung gestern, der S&P 500, meine ich. Kein, was war das das letzte Mal? Ich muss jetzt gerade nochmal hier in meinen Aufzeichnungen kurz spicken. Richtig, der stärkste Preisanstieg in mehr als 9 Monaten. Also Druck auf dem Kessel auf der Long-Seite. Wir sehen die Aktienwerte also weiter nach oben ziehen. Wir sehen ein wenig Kapitalzuflüsse wieder, was den Anleihenmarkt anbelangt. Und ja, wir sehen nach wie vor hier, wenn es bei den spannendsten Themen, die Sie ja alle beschäftigen, hier gestern ein Video gesehen, wie wirklich in Hamburg die Polizei in wildem Tempo einen Jugendlichen im Jenisch Park, war es, glaube ich, verfolgt hat, weil der einen Freund wohl anscheinend mal abgeklatscht hat, wie man es als unser Jugendlichen vielleicht so tut. Ja, wilde Fantasien mit Hubschraubern wird dort ja auf diejenigen dort, naja, quasi losgegangen, die sich nicht ganz, ganz konform behandeln oder verhalten. Und ja, wahrscheinlich auch hier der führende SPD-Politiker, auch hier sehr besorgt, der liebe Lauterbach, aufgrund der New York-Variante, wie wir es hier jedenfalls sehen. Also Corona-Mutationen, wie es jedes Virus ja scheinbar seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon gemacht hat. Aber aktuell scheint die Presse ja bis auf die Bild-Zeitung, wie ich es mitbekomme, die nimmt ja so ein bisschen scheinbar die Gegenseite noch mit ihrem lapidar schwachen Redaktionsvermögen ein. Aber in dem Fall, wie auch immer, sehen wir jedenfalls hier die Fronten verhärteter denn je auf beiden Seiten. Also, beschwere ich mich mal kaum, bin ja hier irgendwo ganz gut. Die Singapuris sehen es immer noch als das sicherste Land der Welt. Natürlich hier gab es ja eigentlich kaum Corona-Infektionen, jedenfalls in rückblickend in die, auf die, in die Vergangenheit hier. Und in dem Zusammenhang hier die Märkte also ein wenig der Normalität hier gewidmet. Aktienmärkte und der US-Dollar und natürlich dann auch nochmal der Zinssatz, der Coupon auf die langanhaltenden Staatsleihen im Auge behalten. Was sehen wir? Der Dollarindex, der Dixie hier, zieht massig nach oben. Das heißt, technisch gesehen hier, ich halte mich heute wieder ein bisschen mal oder halte mich eher so an die technischen Trendlinien, das, was uns vielleicht ja auch als Anfänger gerade immer wieder so brennend interessiert. Hey Frank, jetzt sag doch mal, wo soll man denn mal reingehen? Und jetzt gibt es hier aktuell nämlich massives Potenzial, in alle Märkte eigentlich investieren zu können. Und genau auch das können wir nämlich tun, weil wir gerade ganz gut in einer komfortablen Position uns befinden, aber gleich dazu hier ein wenig mehr. Das heißt, der Dollarindex zieht an der Widerstandszone nach oben, respektive ist nach oben gezogen, hat dann den Markt wiederum abwärts bewegt und ist jetzt auf der Long-Seite dabei. Das heißt, positive Bewegung hier nach oben, Aufwärtspotenzial. Dollarindex könnte sich weiter positiv bewegen, wenn auch die Zone jetzt. So, wenn auch die Zone, wie die letzte Zone hier, einen tieferen Tiefpunkt hier unten bei einer 89 gezeigt hat und jetzt hier die 89,90, für diejenigen, die es nicht wissen, Dollarindex quasi so ein bisschen der Devisenwarenkorb, alles gegen den US-Dollar, grob gesagt, nicht alles, aber sind zwei gute Hände voll Währungen hier. Der größte Anteil im Euro-Dollar als Anteil, ich glaube knappe 60%, vergesse es immer wieder, ist auch nicht ganz so wichtig, die dann quasi die Wertigkeit, die Festigkeit, die Stärke des US-Dollars oder Schwäche widerspiegeln. Nachdem wir ja, und da macht dann dieser Chart im Vergleich zum Euro-Dollar dann invers gesehen starken Sinn, nachdem wir ja in den letzten Wochen, nein, Monaten so genau uns ja hier gut abwärts bewegt haben, schauen wir, sehen wir ja weiterhin, dass dort die Märkte sich wiederum aufwärts bewegen, also der US-Dollar weitere Stärke hier zeigt und die dürfte sich auch im Chart ein wenig weiter durchsetzen. Gestern habe ich, und das war vielleicht jetzt nicht unbedingt perfekt von der Ausstiegsseite her, hier haben wir den Euro-Dollar auf der Short-Seite gehandelt. Immerhin haben wir dort ja zweimal ein wenig Kapital mitnehmen können. Und zwar hatten wir dort ja auf der Short-Seite hier den Markt gehandelt. Das heißt, hier Potenzial auf der unteren Seite. Sieht also nach wie vor hier ziemlich gut aus. Dann gab es den Rücksetzer und ich hatte den Stop-Loss bereits angepasst. Da war ein bisschen vielleicht der Fehler hier. Nach diesem oder bei diesem Rücksetzer wurden wir dann auch mit der Restposition hier unten ausgestoppt. Jetzt läuft der Markt trotzdem weiter abwärts und das könnte natürlich auch hier weiteres Potenzial für uns bedeuten. Das heißt, der Wochenchart hier auch Pinnbar-Kerze, Abwärtsdruck nach unten. Erst einmal weiterhin hier im Trend abwärts. Gleiches ebenso im Pfund.
Das wäre jetzt noch der nächste Trade hier, der aktuell sich ganz gut verhält. Das heißt, auf Tagesbasis hier hatten wir gestern ja den Rücksetzer nach oben, dann den Druck auf der Unterseite und damit dann jetzt die weitere Verkaufsbewegung auf der Shortseite. Das heißt also, auch das passt hier gerade eigentlich ziemlich gut. Und jetzt könnte natürlich dann auch das Ganze weiterhin hier auf der Wochenebene mit weiterem Druck auf der unteren Seite hier weiterlaufen. Ich kann mir nicht so ganz helfen. Ich sehe nach wie vor hier, dass eher noch ein wenig mehr Potenzial auf der Short-Seite hier eintreten könnte. Der Markt einfach schon hier zu stark abverkauft. Der US-Dollar einfach zu schwach sich hier in den letzten Handelsmonaten präsentiert und wir sehen es auch ein wenig von der technischen Seite. Das heißt hier der relative Stärkeindikator im überkauften Bereich unterwegs. Jetzt können wir natürlich mal gucken, hier gerade, ob die Zone sogar 1,41,40, ob die so wirklich einen Sinn macht. Und das macht sie nämlich dann hier. Dann sehen wir auf der linken Seite Unterstützungspotenzial. Das würde jetzt im Monatschart mit Sicherheit hier ziemlich gut passen. Können wir eigentlich auch umstellen auf den Monatschart. Und dann sehen wir nämlich ziemlich klar Unterstützung hier links. Hier hätten wir im Zweifel auch nochmal eine Unterstützung. Das heißt, rein wenn der Markt einmal durch diese Zone durchbricht und dann auch als Docht hier endet und wiederum zurückläuft, gilt das als valide Zone. Ähnlich hier, ähnlich dort und genau auf der Ebene befinden wir uns nämlich gerade. Das heißt, wir sind hier auf einem wichtigen oder an einem wichtigen Handelsbereich und das Ganze, Marshall hat es gestern erzählt auch, langfristig angesehen, geht um die Bankenhändler oder Hedgefonds, also die großen institutionellen, langfristig gesehen richtet man sich eher nach den fundamentalen Daten. Kurzfristig gesehen schaut man auf technische Indikatoren. Das heißt, hier ein 20er Moving Average, also so ein 20er gleitender Durchschnitt zu finden. Nebenbei hier bei uns Trend Moving Average einfach auf den Chart ziehen, eine 20 oder eine 50 reinzeichnen. Auch die haben, wie angesprochen, eine große Bewandtnis. Die sagen einem klar an, in welche Richtung hier sich der Markt durchaus bewegen könnte. Gucken wir uns an unseren technischen Indikator-Webinaren ebenso alle 14 Tage hier an. Das heißt, genau das macht durchaus aktuell Sinn. Und das sehen wir, wie in dem Fall hier gerade skizziert, in allen Währungspaaren. Wir sehen es auch im Ölmarkt beispielsweise. Auch der Ölmarkt konnte sich gestern hier, sprach ich ja davon, 63, das sind hier die Zonen auch vom gestrigen Handelstag, 63, 80 etwa. Kaufen, 61, 50 verkaufen. Auch das hier hätte wunderbar funktioniert. Öl ist mir ein wenig zu komplex. Diejenigen aber, die hier einen Zock machen wollen, klar, gerne auch dabei sein. Ich mache es dann anders und gehe hier, wenn sich der Markt bewegt, dann auf der Long-Seite im Dollar gegenüber dem Kanadier rein. Wenn der US-Dollar nämlich weitere Stärke zeigt und danach sieht es ja gerade aus, Euro-Dollar schwach, Pfunde-Dollar schwach, dann dürfte auch der US-Dollar natürlich stark bleiben. Und wenn der Ölmarkt sich allein nur seitwärts bewegt, dann hilft das dem Trade hier. Wenn der Dollar stärker wird und Öl seitwärts, bewegt sich der Kanadier quasi in Anführungsstrichen kaum. Wenn aber der Ölmarkt sogar ein wenig schwächer sich bewegt, dann dürfte der kanadische Dollar noch umso schwächer werden und dafür dann auch sorgen, dass der Markt hier nach oben geht. Und jetzt zur technischen Umsetzung. Die ist nämlich ganz spannend. Wir liegen hier gerade im Pfund US gerade schon 1,6. Vorhin bei bisweilen sogar 2000 Euro etwa vorne oder wie ich gerne sage, 2 Kilo, 1500 aktuell liegen wir hier im Gewinn. Das heißt, wir haben den Pfund-US-Dollar-Trade hier in positiver Tendenz. Das heißt, für mich als Trader natürlich, hier muss ich mein Risiko im Zaum halten. Wenn auf einmal jetzt irgendwie die Welt zusammenbricht und der US-Dollar auf einmal schwach wird, wir aber den Stop-Loss schon in Richtung Einstand nachziehen können, bedeutet das natürlich ganz klar, wir haben hier einen Trade ohne Risiko und das wäre so ein Trade. In Anführungsstrichen jedenfalls, hier würde ich den Stop-Loss schon mal gute Position nachziehen können oder wollen. Heißt, ich kann oder darf, das ist mein eigener Risikoappetit, nicht nur Appetit, sondern meine eigene Betrachtungsweise. Sie wissen, wenn Sie alles Geld in den Märkten verloren, können Sie nicht mehr handeln, können also auch keinen Gewinn machen. Heißt aber, wenn Sie kein Kapital zum Handeln haben, dann ist das nicht unbedingt so schön. Und die goldene Regel, Costolani, glaube ich, im Handel, auch im Devisenhandel natürlich, kein Geld zu verlieren, ist einfach mal die einfachste Regel. Sie befolgt nur leider immer keiner, weil alle natürlich immer insgesamt, und da bin ich Ihnen gegenüber auch immer extrem kritisch und vorsichtig, weil sie einfach alle viel zu viel Risiko eingehen. Heißt, wenn wir hier diesen Trade sehen und der Trade also schon läuft, der Pfund-US-Dollar-Trade, beide ja in die gleiche Richtung. Pfund-US-Dollar schwach heißt, wir sehen einen starken Dollar. Einen starken Dollar benötigen wir für einen Dollar-Kanadier auf der Long-Seite, heißt natürlich dann auf der Ebene
können wir hier oben einsteigen. Wenn also der Trade hier ausgelöst wird, dann gehe ich hier auch mit einer größeren Positionsgröße für mein Portfolio, jedenfalls für meine Kontogröße hier herein. Denn wenn der Markt hier sich weiter nach oben bewegt, dann habe ich natürlich auch hier die Chance oder respektive, wenn der Markt hier unseren Trade erst einmal auslöst, ist die Wahrscheinlichkeit, bis wir ausgelöst werden, dort auf der oberen Seite auch so, dass dann ebenso auch der Pfund-US-Dollar-Trade schon sich schwächer bewegt. Das heißt, dann passe ich natürlich klar sofort mein Risiko an. Und ich sitze natürlich auch nicht den ganzen Tag hier am Rechner, sondern gibt dann einen kleinen Pieps auf mein Smartphone. Da kommt dann die Nachricht, dass der Trade hier ausgelöst wurde. Und in dem Fall weiß ich, dass ich natürlich einmal schauen muss, wie ich den Trade anpasse, damit ich das Risiko weiterhin im Zaum halte. Entweder macht man natürlich hier, das wäre jetzt die gleiche Variante, Euro-Dollar-Short, Pfunde-Dollar-Short. Also auf der Verkaufsseite wären natürlich beides sehr ähnliche Trades. Wir sehen es im Chart schon, der verhält sich hier durchaus ähnlich. Natürlich andere politische Hintergründe, gerade in der aktuellen Brexit-Phase. Aber insgesamt hier beides ähnliche Trades. Da würde ich jetzt nicht hier 3, 4, 5 Kontrakte und dann auch nochmal hier 3, 4, 5 Kontrakte dann auf die gleiche Shortseite hier ins Rennen schicken, sondern da würde ich das Ganze dann ein wenig anpassen und sagen, vielleicht mal hier, wenn ich hier 3, 4 Kontrakte normal habe, sagen wir 4 Kontrakte hier, dann würde ich vielleicht dann sagen, hier mache ich jeweils vielleicht 2,5 oder 3 Kontrakte jeweils. Also nicht das ganze Risiko hier im Markt zu nehmen, heißt aber, wenn ein Trade hier und das die Quintessenz des Ganzen. Wenn ein Trade wie der Pfund-US-Dollar-Short-Trade schon im Gewinn liegt, dann können wir natürlich hier den Stop-Loss anpassen und dann auch den Trade nochmal mit vollem Risiko hier dazunehmen. Parallel dazu, und das ist ganz interessant gerade, haben wir natürlich auch nochmal die weiteren Möglichkeiten hier im Austral-Dollar. Der sieht hier auf der langfristigen Handelsachse hier immer noch ziemlich lecker aus. Ich warte da mal ein bisschen ab. Würde mich hier im Wochenchart weiter orientieren. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal eine kleinere Position, das wäre jetzt so die aktuelle Herangehensweise. Vielleicht sehen wir heute ja sogar noch eine größere Stärke im US-Dollar. Da würde ich jetzt sagen 76,80. 76,80 wäre die eine Variante. Und dann hätten wir einen Stop-Loss, den würde ich, glaube ich, hier knapp hinlegen. 78,30. 0,7830, Take Profit vielleicht gar nicht mal setzen. 72,70, das so in der Richtung. Nee, 72,70 wäre meine Variante hier. Upp, da sind wir dabei. Und genau, warten darauf, dass der Markt auch hier die Fortsetzung letzte Woche schwach, diese Woche bisweilen hier, und das kann ja immer so sein. Dienstag, asiatischer Schrägstrich europäischer Handel immer noch ein bisschen positiv. Wir handeln immer noch unterhalb der Tagespivotzone, also immer noch hier unter diesem mittleren Tageskurs. Sollte der hier weiterhin fallen, hätten wir hier durchaus eine weitere Abwärtsbewegung. Frankie, warum erst da unten verkaufen? Ganz einfach, ich möchte, dass die Trendfortsetzung hier auf der Short-Seite, wir handeln ja hier ganz klar eine Gegenrichtung. Also, wir zocken ja hier auf der anderen Seite. Der Trend ist ja ganz klar auf der Long-Seite und wir wollen es hier nicht verkaufen, um den Markt dann nach oben sich aufwärts bewegen zu sehen. Im Gegenteil, wir wollen hier warten, bis der Markt sich abwärts bewegt. Sollten wir diesen Einstiegspunkt hier finden, dann könnte natürlich auf der Wochenebene, nein, auf der Monatsebene nochmal erneuter Einstiegspunkt hier reinlaufen und wir dann sehen, dass der Markt sich weiter abwärts bewegt. Also, wo ich hinschaue, US-Dollar-Stärke ohnegleichen. Wir haben uns den Dollar-Index angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wo der Euro sich hin bewegt, nämlich abwärts. Das Pfund gurkt ebenso oder bekommt ebenso auf die Nase. Alle diejenigen, die vielleicht fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr mal ein bisschen oder na, die nächsten Monate jedenfalls ein bisschen Pfunde gerade in eine andere Richtung wechseln wollen. Auch das natürlich hier ganz gut machbar. Aktuell der Kurs ist ja immer noch ziemlich nett, was man so jedenfalls hier aus den letzten Jahren sagen kann. Und wir sehen ebenso, dass aktuell dazu, den Australdollar gerade hier skizziert, dass der Edelmetallmarkt sich auch schwächer bewegte. Auch da bin ich ein wenig rezessiv unterwegs gerade, habe da ein bisschen meine Positionen hier reduziert und gucke, dass hier, wenn der Markt ein bisschen tiefer kommt, hier gerade wieder neue Angebote bekommen. Aktuell auch in Singapur kann ich hier zum Spotpreis hier Gold erstehen. Das heißt, eventuell mal die ein oder andere Unze vielleicht kaufen, je tiefer der Markt sich hier bewegt. Hintergründe, warum ich das tue, habe ich ja mehrfach hier schon angesprochen. Aber ganz klar auch bei BD Swiss hier, natürlich schön auf der Long-Seite mal wieder einen Einstieg finden zu können. Der Markt dreht weiter runter. Wir haben hier diese Trendlinie, die schwarze Zone hier unten. Und da hätten wir so einen Kreuzwiderstand oder eigentlich eher eine Kreuzunterstützung. Hier unten Unterstützungszone 18,70. Ich sag mal bis 16, nee, Entschuldigung, 16,70 bis 16,90, 16,95 hier unten könnte man durchaus hier Einstieg vielleicht finden. Der Markt sieht mir so langsam ein wenig danach aus, als würde er langsam anhalten hier. Also immer noch natürlich mit Platz nach unten, aber wenn wir uns dieser Zone nähern, hätten wir hier diese fallende Trendlinie, die hier reinkommt und diese Unterstützungszone an diesem X hier, könnte der Markt dann ein wenig
Gewinnpotenzial zeigen und dann uns hier unterstützen, natürlich bereits helfen, um weiter steigende Preise sehen zu können. Aber wie angesprochen gerade am Anfang schon hier die Dollarstärke. Sollte der US-Dollar also weiterhin hier richtig Hackengas geben und aufholen wollen, was in den letzten Monaten verloren wurde, dann hilft natürlich hier auch keine Long-Idee. Dann läuft der Markt erst einmal weiter nach unten, ebenso auch wie Silber, denn auch Silber ist gerade so ein bisschen hier durch diese Unterstützungszone durchbrochen. Also obacht vielleicht aktuell mit Long-Positionen. Auch hier hätten wir mehrere Unterstützungsebenen. Also glauben wir an eine baldige Wirtschaftseröffnung, Wirtschaftserholung, dann dürfte natürlich hier uns einiges um die Ohren fliegen. Da dürfte nämlich hier gerade oder bald dann wiederum der Markt durchs Dach laufen. Gestern bei einem Silberanbieter, jetzt muss ich gerade mal schauen, der physisch Silber liefert, die Ansage, dass LVMH in London, also dort in ihren Safety Boxen, einen 1,1 Milliarden Unzen Silber hat, 34,3 Tonnen. Und angeblich gab es dort dann seit dem Dezember, so die Zahlen jedenfalls, einen Zufluss von 23,7 Millionen, also von 850 Tonnen. Also 34 Tonnen, 850 Tonnen seit dem Dezember. Insgesamt also ein bisschen fraglich. Das sind hier nämlich die Zahlen, die von dem Silber ETF hier, SLV, gibt's zwei Stück. Vielleicht nochmal kurz ansprechend hier. Auch die kann man auch bei unserem Account beispielsweise hier handeln. iShares Silver Trust Shares, das wäre hier ein Silberkontrakt oder ETC eigentlich eher. Das Ganze gibt es auch nochmal physisch. Da gibt es nochmal das PSLV. Das wäre der physische Silber Trust. Das heißt, wenn du hier kaufst, dann hast du da wirklich ein paar Unzen, die irgendwo im Keller gestapelt werden, die dann das gleich abbilden. Aber physisch gibt es übrigens auch nochmal hier. Ich weiß gar nicht, ob man die bei uns handeln kann, aber BDSFIS hört man gerade weg. Xetra Gold hier in Deutschland handeln über die deutschen Börsen vor GLD. Das ist Xetra Gold, grammweise zu handeln und das bildet den Goldpreis insofern wieder. Das ist, ich glaube, der Grammpreis. Das heißt, auch hier, wenn man hier Xetra Gold kauft über die deutsche Börse, in dem Fall Xetra, wird dort dann wirklich der Safe mit Goldunzen auf oder Goldgrammstückchenweise aufgefüllt. Also insofern hier die Nachrichtenlage erst einmal. Da haben wir ein bisschen weg vom Chart, bevor es hier zu eintönig wird. Wir sehen hier, dass die Anleihenrendite weiterhin zulegt. Sagte ich anfangs schon hier, die 1,50er-Zone hier deutete oder dürfte sich durchaus hier positiv nutzbar machen lassen für Short-Positionen. Hier 1,5%, erst einmal eine leichte Gegenbewegung, das wäre jedenfalls nach wie vor hier meine Erwartungshaltung. Aber das Ganze könnte auch vielleicht gar nicht unbedingt so langanhaltend sein. Wir sehen es nämlich hier, dass der Coupon hier weiterhin zulegt. Auf der Gegenseite hier langlaufende Anleihen fand hier ETF auch auf den Bondmarkt in den USA. Auch der hatte ja am Freitag nochmal schnell hier Kapitalzuflüsse gesehen. Das sehen wir hier. Also der Markt sieht durchaus leicht unterstützt aus, aber das könnte sich vielleicht auch hier nur um eine technische Unterstützungszone in dem Zusammenhang hier handeln. Widerstand hier, Unterstützung da, egal worum es geht, ob es um Devisen geht, da sehr oft besonders ausgeprägt im Aktienbereich oder auch gerne natürlich mal bei Anleihen respektive auch Indizes hier, technische Handelszonen, immer wieder das lässt sich im Chart auch ganz klar natürlich hier sehen. Das heißt, wenn wir von einer 1,5% im Coupon hier sprechen, ist das natürlich eine runde Kursmarke, die hat man im Kopf. Das ist ganz klar hier immer der Punkt. Stop-Loss 1,2160, 1,28, 1,25, also immer diese runden Zahlen hier und dann natürlich Unterstützung, Widerstand, Trendlinien. Genau das, was wir uns natürlich im normalen Leben auch immer schon so einprägsam hier anschauen, hat halt auch in der Handelswelt nicht nur bei uns, weil wir meinen, wir können hier als Privathändler die Märkte ein bisschen anschauen und handeln. Nein, auch in der Profiwelt. Und da habe ich ja ein paar Jahre hier im Family Office viele Millionen verwaltet. Kann entsprechend ebenso sagen, dass mit meinen Kollegen das damals in der Zeit genauso gelaufen war. Also, das war jetzt hier zusammenfassend, glaube ich, das, was wir gerade sehen. Ausblick: Euro-Dollar eher schwächer, Pfund weiterhin eher schwächer. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich fasse es ja auch gerne hier in den Hot Assets zusammen, gerne mal so Tendenzen in den Märkten, in welche Richtung bewegen sich die Märkte, das mal so als grobe Richtung hier, ohne Ein- und Ausstiegspunkte, aber auch da lohnt es sich vielleicht mal einen Blick hier auf den Markt oder auf die Charts zu werfen. Ganz klar natürlich auch hier unser Video, diejenigen, die die englische Sprache gut verstehen, auch Marshall macht ja gerne den Tagesausblick in englischer Sprache als Video, auch das
immer wieder gute, spannende Lektüre. Ansonsten, wie angesprochen hier, Euro-Dollar schwach, Pfunde US-Dollar schwach, also auf der Short-Seite. Dollar-Yen, nein, Dollar-Cut auf der Long-Seite wäre eine Einstiegsmöglichkeit. Und dann haben wir nochmal hier den Aussie-US shortseitig. Auch das könnte sich hier weiterhin lohnen. Das sind so meine Punkte und das wäre eigentlich jetzt auch schon alles, was ich hier sagen wollen würde. Fragen sehe ich keine. Raum hier prall gefüllt. Was sollen Sie auch machen im Lockdown? Außer sich vielleicht von Polizeiautos im Park ohne Maske jagen zu lassen. Nebenbei Scherz beiseite. Aber in dem Fall ja, schon etwas heftig, wenn ich das hier beobachte, wie man natürlich auch in Singapur hier drakonische, harsche Maßnahmen macht. Aber das gibt es hier insofern auch nicht. Habe ich jedenfalls so in dem Sinne in den letzten Wochen nicht erlebt. So, diejenigen mit Frisur wiederum hier. Oh, Thorsten am Start ebenso, der sich auch hat frisieren lassen. Gestern dazu gab es nebenbei sogar noch ein Bierchen. Hoffe, Ihnen geht's gut. Ihre Haare nicht mehr ganz so lang. Im Zweifel einfach mal kurz mit einem Rasenmäher stellen oder mit der Bürste durchgehen. Hilft ja auch. Und Jens sagt Moin Moin. Julia sagt Pfund Yen. Das können wir uns mal angucken hier. Da sehe ich nicht viel Neues. Pfund Yen sehe ich eher auch als Widerstand, eher Short. Aber Pfund Yen natürlich geprägt durch die Sache, dass der Yen aktuell schwächelt, das heißt Dollar-Yen zieht nach oben, schwacher Yen, starker Dollar, eher der starke Dollar, hier die treibende Kraft. Der Pfundemarkt gerade aktuell schwach, Pfund US, also eher schwach, deswegen handle ich auch nur im Pfund US, gleichwohl der Markt gerade so ein bisschen hier nach oben zurückläuft. Ich sehe das Ganze als Unterstützungskorrektur hier an. Sollte der Markt sich hier nach oben bewegen, gehe ich weiterhin hier von Gegenpotenzial, Gegenwehr aus. Richte mich ganz klar hier nach dem, was ich auf der Wochenebene sehe. Das hilft mir so ein bisschen, da muss ich den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und 20 Trades machen. Wenn es auch einer tut, auch gut, spart ein bisschen hier Konzentration. Meine Augen werden ja auch nicht besser dadurch. Und Pfund Yen heißt also eher auch vielleicht eher Short, will sich aber nicht nach unten bewegen. Warum? Weil die Aktienmärkte nach oben ziehen. Das heißt, wenn die Aktienmärkte sich nach unten bewegen, dann könnten wir natürlich auch hier Pfund Yen durchaus mal sich abwärts bewegen sehen. Das wäre eine Variante, die dann zur Debatte stehen könnte. Passiert aber aktuell nicht. Wir sehen es ja hier nach wie vor. Der Nasdaq gestern auch stark positiv. Sieht mir eher so nach einer Trendfortsetzung aus. Ich bin aber weiterhin eher sehr, sehr vorsichtig. Widerstandszone hier spricht für mich eher dafür, dass wir hier vielleicht eher weiterhin uns mittelfristig nach einem tieferen Hochpunkt hier, also der Hochpunkt, dann ein höherer Hochpunkt hier, dass wir nochmal weiter ins Abwärts bewegen. Ich sehe nicht jedenfalls, dass hier schnell der Markt sich nach oben durchschießen lassen wird, aber vielleicht passiert es ja trotzdem. Da warte ich einfach weiterhin ab. Klar, ich habe auch nach wie vor, muss ich gestehen, ein paar Short-Positionen auf Tesla, auf Amazon, auf den angebissenen Apfel und auf das Gesichtsbuch und auch noch einen kleinen Short sogar im Nasdaq. Der lag zwischendrin sogar ein bisschen vorne, kommt jetzt wieder ein bisschen zurück, aber wenn die Märkte sich ein bisschen höher bewegen, einfach mal ein bisschen mehr hier wiederum reinschieben. Ich sehe eher die Short-Seite jedenfalls. So, jetzt haben Sie meine Gedanken hier und Ulrike, genau, was sagst du zum Nasdaq? Den habe ich angesprochen, ich glaube, die Frage damit dann geklärt. Für mich geht es jetzt hier weiter mit den Hot Assets, die werde ich für Sie gleich hier zusammenarbeiten. Dann haben Sie das und die Trading Updates gab es schon von mir. Das heißt, ich glaube, wir sind hier irgendwie ziemlich schier, was den heutigen Markt anbelangt. Und ansonsten hier richtig heiß und bollerig warm. Kann ich vielleicht nochmal so ein bisschen Feierabendsonne hier genießen. Für mich ja hier bereits schon 16:45 Uhr. Fast schon Zeit fürs erste Feierabendbier. In diesem Sinne, viel Erfolg weiter, alles Gute und bis in den nächsten Handelstagen. Ciao, ciao.